Ich bin jetzt hier hochgelaufen, wo ich eben diesen Heißluftballon gesehen habe. Und da steht Mika Stone Ground. Genau, ich wollte schon wieder Stone Cold sagen. Mal schauen, was sie für eine Quest von uns hat. Und ja, mich würde es mal interessieren, ob sie irgendwie die Schwester von dem einen Stone Ground ist, den wir zum verbogenen Teil des Dinosauriers geführt haben. Mann! Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es noch andere Welten gibt als die, die du kennst? Neue Grenzen, gleich hinter dem Horizont. Es gibt sie wirklich. Mein Name ist Mika Stoneground, Abenteurerin, und ich bin auf den Spuren meines Onkels Nick. Nick, genau so hieß der, nach Jorvik gekommen. Vielleicht hast du von ihm gehört. Dieser kleine Kerl ist Pico, mein tapferer Begleiter. Ach stimmt, da ist noch ein Tier. Ach, wie putzig. Okay, ich muss mutig sein. Okay, so richtig mutig ist er nicht. Er ist nur ein Frosch, aber er bringt die Tapferkeit in mir zum Vorschein. Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, er ist ein Frosch. Auf dem Weg nach Jorvik ist unser Ballon in einen Sturm geraten. Das Einzige, was ich tun konnte, um den Absturz zu verhindern, war, über die Sturmwolken zu steigen. Und dort habe ich etwas Unglaubliches gesehen. Eine ganze Welt in den Wolken mit glitzernden Wasserfällen, herrlichen Wäldern und sogar einem Schloss. Doch bevor ich das weiter untersuchen konnte, hat ein heftiger Wind meinen Ballon zurück zur Erde geweht. Es war fast so, als ob jemand uns dort nicht haben wollte. Seitdem bin ich auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Wolkenreich. Pico und ich haben ein Basislager in der Luft errichtet. Steig einfach in meinen Ballon und wir treffen uns über den Wolken. Du kannst sogar dein Pferd mitbringen. Oh, das ist ja cool. Ja, dann machen wir das doch glatt. Möchtest du wirklich zum Zenit-Basislager reisen? Ja, möchte ich. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das ist. Wow. Ist das geil hier. Ihr steht mir doch nicht alle im Weg rum. Oh, ist das schön. Nein, ich wollte ein Bild machen. So zur Erinnerung. Oh. Das ist mal richtig toll. Da haben die sich... Oh, guck mal. Hier wird das Wetter gemacht, glaube ich. Hier sind Wolken und Regen. Und da hinten ist dann bestimmt Sonnenstein. Sonnenstein, genau. Da hinten ist dann bestimmt Sonnenschein. Und vielleicht noch Blitze. Ah, nee, das ist kein Sonnenschein. Das ist... Ja, was ist das? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall eine Quest beginnen. Aber ich sehe gerade, da hinten kann man was kaufen. Ich hoffe, ich stürze jetzt hier nicht runter. Ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass man irgendwo runterfällt. Items 0 von 7. Okay. Und hier kann man... Kann man jetzt hier was kaufen oder nicht? Doch, jetzt. Ah, okay. Lass mich mal so gucken, dass ich auch was sehe, bitte. Ah, okay. Ah, das ist cool. Oh, es hat auch gar nicht so schlechte Dings hier. Gar nicht so schlechte... Ja. Werte drauf. Und das sieht schon heftigst geil aus. Oh Gott, ich glaube, ich werde pleite. Weil das sieht schon... Oh, da gibt es zwei Seiten von. Ach, fürs Pferd dann auch direkt noch. Okay. Da sind... Obwohl Agilität... Ich glaube, das müsste 3-3 sein. Nee, das war 3-3. Ja, wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, fürs Pferd... Ja. Achso, er kann... Wusste ich gar nicht, dass er gar keine Gamaschen tragen kann. Fürs Pferd muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber so die Abenteuerjacke und so, die finde ich schon sehr geil. Oh Leute, tut mir das nicht an. Ich wollte eigentlich noch ein Pferd kaufen. Das ist so gemein. Also die Leute von Star Stable, die sind echt, ich mag die einfach nicht. Weil die sorgen immer dafür, dass irgendwas richtig Cooles kommt, was man unbedingt haben will. Und dann hat man das Geld nicht mehr, um nachher das Pferd zu kaufen, was man unbedingt haben wollte. Obwohl, na, ich bin jetzt etwas unter 2000. Obwohl, die Brille ist ja auch cool, ne? Ihr seid gemein, ihr seid echt gemein. Ich weiß, mein Problem ist jetzt, also gut, das mit dem Pferd ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss mal eben schauen, kann man das von der, ja, hier. Aber da sehe ich die Satteltasche nicht. Hä? Okay. Alles sieht man, bis auf die Gamaschen, die kann er anscheinend nicht tragen. Aber die Satteltasche sehe ich nicht. Das ist ein bisschen, ja, doof. Okay.
steht immer noch Items 0 von 7. Das sieht so mega geil aus. Bevor ich jetzt mit ihr spreche, ich muss jetzt unbedingt mal hier drüber reiten. Weil das sieht, das ist so cool. Und da steht mir eine leider genau im Blickfeld. Das ist einfach nur der Hammer ist das. Also auch von der Aussicht her. Also tut mir leid, dass ich jetzt die ganzen Bilder hier gerade machen muss. Auch so dieses, oh, da oben. Jetzt verstehe ich das, glaube ich. Das ist echt der Hammer. Und da hinten geht es noch, oh, da hinten geht es noch durch den Strudel. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier, vielleicht ist das ja ein Rennen. Ich glaube, ich muss mal eben mit der einen sprechen hier. Mit der Mika, oder wie hieß die? Mika, genau. Willkommen im Zenit-Basislager. Schön, dass du da bist. Und du hast dein Pferd mitgebracht. Das ist gut. Es gibt geheimnisvolle Kräfte, die hier in den Wolken agieren. Und der beste Platz, sie zu erleben, ist auf dem Pferderücken. Und wir können aus unseren Expeditionen sogar ein Rennen machen. Ah, ich wusste es. Viel Spaß in den Wolken, tapfere Forscherin. Und pass auf, wo du hintrittst. Es geht ganz weit nach unten. Und das macht mir jetzt nicht so besonders Mut. Weil ich hatte ja sowieso schon Panik. Oh, da ist einer am Backen. Ich hatte sowieso schon Panik, dass ich hier, dass mir hier irgendwas passieren könnte. Aber ich denke mal, wenn man sich so halbwegs hier auf dem Weg hält, hoffe ich zumindest. Yay! Danke, danke, danke. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber danke, danke, danke. Ah, Gott, ist das cool. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht runterfallen. Hallo. Scheiße. Aber das sieht auch cool aus. Was ist das? Das ist irgendein Strudel. Die laufen da rein. Okay. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Jetzt werde ich wahrscheinlich stürzen, oder? Wenn ich hier runtergehe. Nee? Okay, gut. Also, wenn man es nicht gewohnt ist, muss ich sagen, es ist schon ein bisschen komisch hier zu reiten. Klatschen die jetzt, applaudieren die jetzt nochmal, wenn ich hier hochreite? Nein, schade. Aber ich werde das jetzt mal ein bisschen langsamer angehen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass ich hier sonst gleich wieder runterkrache. Und ich möchte gerne mal den Ausblick von ganz oben genießen, wenn ich denn bis zur Spitze komme. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal schon. Das sieht alles so hammermäßig aus hier. Also ein ganz, 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 ganz großes Kompliment an... Hä? Wo ist die denn jetzt hin? An Star Stable wollte ich gerade sagen. Und weg war sie. Das ist so eine hammergeile Aussicht. Ich muss das mal eben. Ja, genau. Aber es bringt, glaube ich, nichts. Nee, ich habe immer noch das Symbol drin, das ich aufnehme, wenn ich sowas mache. Ja gut, aber es ist wirklich so eine hammergeile Aussicht hier. Guckst du mich auch nochmal an, mein Pferdchen? Das ist so schön. Also schade, dass ich das jetzt gerade mit dem Pferd mache. Pferdchen, Blumenbadness. Guck mich an. Hier bin ich. Hier. Dieses blöde Pferd, das ist nur am Grasen. Obwohl es doch Wolken sind. Guck zu mir. Es will nicht. Blumenbadness, du bist irgendwie seltsam. Warte, warte, warte. Ach, ich glaube, die ist da runtergegangen, die eine. Ich habe da gerade so, ich weiß nicht, was das ist da oben. Das ist mal, das ist eine tolle Perspektive. Oh, das ist wirklich, das ist echt der Hammer, was man hier alles machen kann. Eieiei. Okay. Man kann hier verschiedene Regenbögen anscheinend runter. Oh, Moment. Meine Frage wäre jetzt, kann ich da drüber springen? Es sieht so ein bisschen, es sieht etwas flauschig aus. Ich war, ah, doch sie versucht es auch. Und sie stürzt ab. Das ist kein gutes Zeichen. Ich schaue noch mal eben, ob die das auch machen. Danke, danke, danke. Oder sind die, ich glaube, die sind denen nur am Applaudieren. Wenn die abstürzen, habe ich so das Gefühl. Oh, scheiße. Ist das lustig. Nein, nein. Oh. Oh, ist das geil.
Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das sieht so krass aus. Also, sorry für alle, die das sowieso schon kennen. Oh nein. Oh. Das war gerade so geil. Oh, das war so schön. Oh, und hier nochmal. Oh, Moment, was ist das hier? Achso, hier hat jemand Picknick gemacht. Okay. Da unten. Ach, sind wir hoch. Okay. Aber das ist wirklich, das ist so krass hier. Danke, danke, danke. Ich weiß, ich bin cool. Das ist total ungewohnt, aber auch irgendwie total geil. Mit diesen. Das ist lustig, das ist echt cool. Aus Star Stable, ihr habt da echt so einen geilen Job gemacht, ganz ehrlich. Und jetzt. Oh. Ach, damit kann man das. Okay. Das ist einfach nur geil. Also ich weiß nichts anderes dazu zu sagen. Das ist so krass. Oh, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Das ist so cool. Ich weiß aber jetzt gerade so gar nicht, ob ich hier irgendeine Aufgabe habe oder nicht. Weil da ist ja irgendwas mit 1 von 7 Dingern. Oh, das Regenbogenrennen. Okay. Ach so, kann ich... Ah, okay. Oh. Highschools. Starte ein Highschool-Rennen. Okay. Ja, darf ich laufen? Danke. Hilfe! Ich habe Hufeisen gesammelt. Okay. Die sammle ich aber nur, wenn ich da direkt durchgehe. Das ist ja lustig. Wohin? Hilfe! Wohin? Oh, ist das geil. Ich glaube, man kann gar nicht so beeinflussen, wo man mit den Flügeln eigentlich hinfliegt. Hallo? Okay, also ich darf wohl nicht in diese Winde reinreiten, so wie es aussieht. Aber in die Weißen schon, okay? Die Weißen machen mich schneller. Oh. Oh. Nein, nein! Oh. Okay, also es ist sehr, sehr glatt hier oben. Oh. Nein! Das ist ja echt heftig. Ich habe keine Agilität, Leute. Oder muss ich jetzt da in die Winde rein? Nee, auch nicht. Okay, gut. Ja, das war nur ein Test. Das war nur ein Test. Lass mich wieder raus. Ach so, Moment. Ich spiele zwar auf Zeit, aber... Ah, okay, verstehe. Ich kann insgesamt 70 von diesen Hufeisen einsammeln, was ich jetzt dummerweise nicht geschafft habe. Oh, das ist ein Sturm. Ein Sturm. Geht's weiter. Okay. Okay. Muss ich denn alle 70 eingesammelt haben? Muss ich das so oft machen, bis ich die 70 eingesammelt habe? Hilfe. Kann ich da irgendwie... Ich kann da, glaube ich, drüber springen, wenn ich das richtig sehe. Oh, das ist... Oh, ich muss sogar drüber springen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oder kann ich da nicht... Nee, ich kann auf jeden Fall in die Mitte laufen. So. Oh Gott, was für ein Rennen. Es ist irgendwie krass, aber es ist lustig, auf jeden Fall. Da ist es wieder. Ja. Ich muss davon ein paar Fotos machen. Das sieht so absolut genial aus. Oh. Ich darf nicht zu nah daran. Okay. Ja, den habe ich noch. Sehr schön. So, das sind jetzt diese... Ui, ja, nein, 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 nein. Oh, ist das scheiße. Nein, nein, nein. Okay, okay. Da darf ich, glaube ich, nicht zu schnell sein. Kann das sein? Wenn ich nicht zu schnell bin, dann rutsche ich, glaube ich, auch nicht. Okay. Gut, das muss man ja jetzt erstmal wissen. Jetzt kann ich gar nicht mehr schnell werden hier. Ah, das ist einer, der sich bewegt. Okay. Wieso bin ich nicht schnell genug? Hallo? Nein, nicht weg.
Oh, das ist. Ach, das sind zwei Runden. Ach so. Oh Mist. Deswegen habe ich ja nur noch so wenig Hufeisen jetzt. Oh, hätte ich da nur drauf geachtet. Mist. Okay. Aber ich glaube, dann kriege ich nicht mehr alle Hufeisen. Das ist jetzt wahrscheinlich passé. Nein, man kann nicht rein, also drüber springen. Okay, halt, stopp, stopp, stopp. Das Hufeisen möchte ich auch haben. Wenn ich da jetzt drauf geachtet hätte, hätte ich mir die alle geholt. Ich meine, mir ist das ja jetzt egal, wie schnell ich jetzt hier bin. Ich hoffe jetzt nur, man stoppt nicht irgendwie. Nein. Nein, ernsthaft. Oh, man stoppt wirklich. Ach so, nein, ich glaube, das war das Ziel, wo ich gerade durchgelaufen bin. Ich wollte noch so ein schönes Foto mitten unter diesen Regenbogen machen. Aber okay, ich habe leider nur 51 von 70 Hufeisen bekommen. Schade. Ich habe aber auch keine Ahnung. Nee, man bekommt die auch nicht. Okay. Habe ich denn jetzt vorne irgendetwas? Da, wo kam ich denn jetzt überhaupt her? Oh Gott. Ach so, da, okay. Die stehen da alle. Und ich weiß nicht warum. Das sieht so aus, als ob die da irgendwas rausnehmen können. Nee, 0 von 7 immer noch. Oder musste ich hier vorher was anklicken? Das kann natürlich auch sein. Gesucht. Gestern sind einige sehr wichtige Ausrüstungsteile aus dem Lager verschwunden. Ich weiß nicht, ob sie von starkem Wind weggeweht wurden oder ob es einen anderen Grund dafür gibt. Wenn du beim Erforschen der Wolken verschwundene Items findest, bringe sie zurück ins Zenith-Basislager. Mika Stronghold. Ah, okay. Wahrscheinlich kann ich jetzt, jetzt, wo ich das gelesen habe, kann ich die jetzt sammeln. Ah, okay. Jetzt leuchtet hier was. Deswegen standen die ja alle rum. Ach nee, doch nicht. Moment. Odysseum Firmament. Zweite Runde. Los geht's. Während meiner letzten Expedition wurde mir bewusst, dass ich eine bessere Ausrüstung und mehr Hilfe brauche, um dieses Königreich in den Wolken zu erforschen. Nach monatelanger sorgfältiger Planung und natürlich dem einen oder anderen Tanz mit einem neuen Freund in der Mitternachtsstange bin ich wieder voller Tatendrang und bereit, die Geheimnisse jenseits des Horizonts zu entdecken. Das Zenitlager wurde ein wenig verbessert und macht das Leben für meine Mitforscher und meine mutigen Pferde um einiges leichter. Ich habe sogar einen Vorrat der AAE zugelassener Forscherausrüstung angesammelt, denn man kann schließlich nie zu viele Taschen haben. Ich kann es kaum noch erwarten, endlich zu erleben, was wir auf dieser Expedition entdecken werden. Mit Hilfe von so mutigen Forschern wie Susanne an meiner Seite ist alles möglich. Ich bin eine mutige Forscherin. Okay. Ich wusste das noch nicht, aber ich bin es. Da oben. Ah! Da oben, wo wir vorhin waren, ist jetzt etwas, was man lesen kann. Okay. Gehen wir da doch gleich nochmal hoch. Das würde auch erklären, weshalb die Leute plötzlich verschwunden sind. Weil die sind dann auf einer anderen Ebene als ich. Ach, da unten. Ja. Okay. Ja, langsam. Langsam. Kann ich das? Kann ich aber noch nicht. Ah, ich glaube, ich muss da von oben ran. Kann das sein? Das ist aber blöd gemacht. Jetzt bin ich extra hier runtergegangen, um da ranzukommen. Aber anscheinend funktioniert das gar nicht. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr. Ach, das ist doch doof, Leute. Ganz ehrlich. Ja, jetzt. Ich versuche nochmal von der anderen Seite dahin zu kommen. Das ist aber echt blöd gemacht. Also sonst kann man ja eigentlich relativ gut sehen, wenn man einen Berg hoch und runter rutscht. Aber hier ist halt alles weiß. Oh, Moment. Hier links kann man noch hoch. Oder? Oder auch nicht. Ja, da rutscht man eher runter. Okay. Ja, das ist dann wirklich etwas blöd gemacht. Schade, ich habe jetzt gedacht, da gibt es vielleicht eine Abkürzung, aber offenbar nicht. Gut, dann müssen wir es mal ganz vorsichtig von hier oben versuchen. So. Ah! Ich bin in einer Karte gelandet. Okay. Ich vermute mal ganz stark, dass das eine von vielen Teilen ist, die wir jetzt suchen müssen. Dann würde ich sagen, wenn das Pferd sich denn mal bewegt, dass wir noch ein bisschen rumreiten. Das Problem ist nur, ich habe gerade gar nicht so viel Zeit.
Ich wollte mal eben hier oben gucken, was hier so vor sich geht. Aber anscheinend ist das ja, ja doch eine längere Aufgabe, die man hier hat. Was ist denn jetzt mit dem Regenbogen hier? Ach so, okay, das sah jetzt aus, als ob der zurückkommt irgendwie. Ich dachte gerade schon. Mal schauen, ob wir jetzt hier noch irgendwo... Ah, da ist auch noch was. Das ist ein Teil, was wir finden müssen, denke ich mal. Ja, sehr gut. Okay, also zwei Teile haben wir schon mal. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo es hier weitergeht. Irgendwie sieht das so aus, als ob wir jetzt irgendwo drunter sind. Ja, anscheinend ja. Okay, also müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Also es kann eventuell sein, dass die Regenbögen den Weg markieren, ja, den wir entlang laufen müssen, um die Sachen zu finden. Ich vermute das jetzt mal. Allerdings haben wir jetzt nicht so viele Regenbögen von dieser Startzone, dass wir sieben Teile finden. Ach, das ist das Regenbogenrennen. Obwohl, ja, vielleicht finden wir das ja auch während des Rennens. Das weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal eben. Okay, meine Freunde werden angezeigt. Oh, okay, es werden nur die angezeigt, die unter den ersten 20 kommen. Peinlich, peinlich. Also ich kann noch mal ein Rennen starten. Jetzt nicht um des Rennens willen, sondern um wirklich mal zu gucken, ob man hier solche Sachen findet. Aber ich denke mal eher nicht, dass man jetzt beim Rennen so ein Teil findet. Ich glaube eher, dass man das später dann findet. Das ist immer noch so absolut genial. Ich habe Mist. Ich habe, glaube ich, gerade ein etwas unten hier, da was weggeblendet. Obwohl jetzt steht hier auch nichts drin. Ich weiß nicht. Also da muss man auf jeden Fall langsam reiten, dann kommt man hier besser durch. Aber es ist immer noch ein bisschen rutschig, also auch wenn man langsam reitet. Manchmal kann man so ein bisschen mit Sprüngen wirklich davonkommen, aber meistens eher nicht. Okay. Also das nur so als Tipp für alle, die jetzt hier wirklich auf Highscore aus sind. Mir persönlich ist das jetzt, wie gesagt, hier ziemlich egal. Aber ja, also meine Vermutung war wohl richtig, so wie es aussieht. Dass man während des Rennens definitiv auch keins dieser Teile findet. Das heißt, wir müssen dann irgendwie andersrum. Wir könnten dann eventuell da, wo wir springen müssen, weitersuchen. Ich bin schon in der zweiten Runde, okay. Das ist so ein genialer Ausblick, finde ich. Und dann diese Boosts zwischendurch, die erinnern mich dann... Ups. Nein, 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 nein! Nein! wo bin ich jetzt? Hat der mich jetzt so weit zurückgesetzt oder hat er mich jetzt ins nächste gesetzt? Okay. Man kann halt auch schneller hier durch, aber es ist doch ein bisschen kompliziert, finde ich. Nee, der hat mich komplett zurückgesetzt. Ach, das ist doch Mist. So, es ist auch irgendwie unheimlich, also von der Animation her und so, komplett anders zu reiten, weil das Pferd ist quasi in der Luft am Pendeln. Und versucht zu laufen, was aber faktisch gesehen gar nicht funktioniert, weil ja, es halt nur langsam vorankommt. Oh, ich bin schon durch. Ja, aber ich meine, gut, immerhin, es ist schneller als eben. Aber ich habe gar keine Hufeisen jetzt gesehen, glaube ich. Was hatten die hinter mir für eine Ausrüstung an? Das muss ich mal eben fotografieren. Das sieht doch sehr lustig aus. Ja, da hinten sind wir schon hochgegangen. Ich würde sagen, dass wir dann
Da können wir nicht hoch, glaube ich. Dass wir jetzt dann noch eben hier oben probieren, weiterzukommen. Obwohl hier unten. Geht es da auch rum? Ich glaube nicht, oder? Nee, okay, dann kommen wir nur hier hin. Schade. Jetzt habe ich mich so sehr ablenken lassen. Das sind die, die oben abgestürzt sind. Denke ich mal. Ja, okay. Das ist der Weg zurück. Den wollen wir nicht. Wir wollen erstmal hier hoch. So, jetzt aber. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ja, ich backe dann mal eben so neben dem Paradies. Ja, toll. Aber ich falle auch wieder runter. Okay, das ist zumindest etwas Gutes. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Ansonsten müsste ich hier nämlich einen kleinen Cut machen, wenn ich da jetzt nicht nochmal hochkomme. Weil ich wirklich gerade so ein bisschen in arger Zeitnot bin. Dann müsste ich nämlich später weitermachen. Der lässt mich aber auch nicht von vorne gucken. Hallo. Okay. Moment, da oben ist noch einer. Ein Regenbogen. Ach, jetzt bin ich da, wo das Picknick war. Okay. Dann da oben ist noch ein anderer Regenbogen. Aber da komme ich von hier aus jetzt so nicht hin, oder? Moment, habe ich da jetzt gerade was gesehen? Nee, das war anscheinend nur eine optische Täuschung oder so. Da oben steht einer auf dem Regenbogen. Da würde ich jetzt, glaube ich, gerne hin. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also theoretisch müsste ich jetzt wahrscheinlich da drauf springen, was sie jetzt auch gerade gemacht hat. Das habe ich nämlich auch schon überlegt, aber ich bin jetzt ein bisschen komisch am Reiten gerade. Moment, oh. Ist da oben ein Schloss in den Wolken? Da hinten? Oder ist das nur eine optische Täuschung? So, ich probiere es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wo ich hier gerade auskomme. Ja, man kann es auf jeden Fall nicht kontrollieren, wo man hinfliegt. Okay, wo geht's lang? Wo geht's lang? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, oder? Oh, das ist aber doof. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen muss. Leider, leider, tut mir wirklich sehr leid. Ich habe jetzt leid. Achso, wir könnten aber mal eben gucken. Ich habe es nicht im Inventar, aber mal eben vorne gucken, was da jetzt steht. Weil wir müssten ja zwei Sachen auf jeden Fall gefunden haben. Nee, Items immer noch 0 von 7. Also wir haben die Karte gefunden und wir haben hier dieses ja, Fernrohr ist das, glaube ich, gefunden. Wir haben es nicht hier drin. Ich habe sogar Screenshots davon, dass ich es gefunden habe. Bringen Sie bitte zurück. Aber er hat es nicht angenommen, dass wir es gefunden haben. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen beschiss, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es kann natürlich sein, dass wir alle 7 Items erstmal finden müssen. Das wäre dann eine Erklärung, aber normalerweise müsste der... Oh, da oben geht es noch hoch. Wie kommt die denn da hoch? Hä? Normalerweise müsste man aber hier zumindest schon mal die 2, die wir gefunden haben.
Nö, will ich nicht. Ich habe einen eigenen Club, tut mir leid. Müsste man normalerweise hier sehen, aber ich sehe sie nicht. Also steht immer noch Items 0 von 7, obwohl wir ja die 2 gefunden haben. Also da wart ihr jetzt live mit dabei und ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen beschiss, wenn ich jetzt ehrlich bin. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht so ganz. Mit dieser doch irgendwie etwas größeren Enttäuschung gerade und diesem seltsamen Ausblick in das Innenleben eines anderen Pferdes. Verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Episode. Ich werde hier noch mal ein bisschen rumschauen, sobald ich wieder Zeit habe. Und ja, wenn ich noch was Neues rausgefunden habe, dann werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Ich sag mal einfach, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.